Previously on Resident Evil Revelations. Raymond, that's you, isn't it? Still hurting, cadet? No, I can still fight. That's the spirit. I guess you've thought of everything. But even the FBC may not be able to cover its tracks on this one. Let the heavens scorch the earth with justice. Raccoon City all over again. And Terra Grigis, no more. Looks like we both were too late. Both of you, look. Abandon hope, all ye who enter here. Abandon hope? He's quoting Dante. I'll find you, Jill. I promise. Episode 4. Wiederkehrender Albtraum. Like you missed a few. And they're on this ship. And now they want to use the virus to stage another attack. They seek the truth about Terra Grigia and vengeance. Warum? Look at this. The whole ship's out of power. The ship's running on emergency power. But the comm system needs the main power. We need to bring the engine room back online. That won't be easy. Okay. Warum geht Raymond eigentlich alleine los? Das habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz verstanden. Sicherheitsanweisungen. Da dieses Schiff bereits in einem Unfall verwickelt war, sind die Sicherheitsstandards höher als im Gesetz für Seesicherheit vorgeschrieben. Die Mannschaft muss dieses Handbuch lesen und sich den Inhalt für den Notfall gut einprägen. Erstens, die Queen Zenobia verfügt über zwei besondere Energiegeneratoren. Sollte der Hauptgenerator ausfallen, sorgt der Reservegenerator im Kielraum für Ausgleich und versorgt das gesamte Schiff mit Reserveenergie. Zweitens, dieses Schiff verfügt über vertikale Schotten, die im Falle einer Flutung automatisch Wasser umleiten. Im Notfall können die Schotten über das Kontrollsystem im Kielraum gesteuert werden. Dieses System funktioniert auch dann, wenn es kleinere Schäden erlitten hat. Na, das klingt ja schon mal vertrauenswürdig. Hier, das ist allerdings nicht mehr zu retten. So, was haben wir hier? Dieses Kommunikationssystem wurde ebenfalls zerstört. Dafür sieht es aber noch relativ ganz aus. Aber gut, wir müssen zum Maschinenraum. Das haben wir ja schon mitbekommen. Ich kann mal schauen, ob ich alles nachgeladen habe. Aha, hier haben wir nämlich nicht alles nachgeladen. So, und die Schrotflinte laden wir auch nochmal nach. Da wir ja gerade wieder Munition dafür gefunden haben. Und hier, oh, Granate. Nice. So, ich muss auch mal gerade schauen. Granaten haben wir ausgewählt. BOW-Fallen haben wir ja nicht mehr. Dann bleibe ich erstmal auf der Pistole. Okay, dann auf. Los geht's. Wir haben immer noch keine Schlüsselkarte. Oder? Haben wir die schon? Gerade gucken. Aber der hat ja leider nur den Schlüssel gedroppt und keine Karte. Ich frage mich, kriegen wir die vielleicht im Solarium? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Aber da muss ich erstmal schauen. Sobald im Solarium das... Oh. Ach verdammt, ja, ich wollte eigentlich nochmal mit dem Scanner gucken. Aber ich glaube, ich habe... Ach, hier Raymond. Steht da ja. Take it. You might need it. Like you said, turning on the power won't be easy. Ja, dann nehme ich das doch. Was ist das? Eisenankerschlüssel. Okay, eine Tür mit Eisenanker habe ich jetzt definitiv noch nicht gesehen. That key will get you through the casino on the first floor. Then you'll find a lift to take you to the build. But tell me something first. You didn't see any other FBC members here, did you? I can't reach my partner, Rachel. Damn it. I haven't heard from her since she went to the bilge. I told you, the casino entrance is on the first floor hall. Okay, gut, sonst können wir nicht mit ihm reden. Rachel ist wohl seine Partnerin, alles klar. So, ich will aber gerade mal... Rachel woman? We can, but after we bring back the ship's power. Kielraum aufsuchen. So, meine Frage... Können wir jetzt ins Solarium? Ich gehe mal gerade hier rüber. Da unten blinkt jetzt auf jeden Fall was. Solarium war ganz oben, glaube ich, ne?
Oder? Ich weiß es gerade nicht so genau. Ich gehe jetzt einfach nochmal gucken. Irgendwann muss das ja fertig sein. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da irgendwie eine Benachrichtigung kriegen, dass es irgendwie piept und dann... Ja, so, das Solarium ist wieder betretbar. Sie können sich wieder sonnen. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Da blinkt jetzt auch nichts, ne? Nee. Und wie Sie sehen, sehen Sie... Oh, Alter, was ist das denn? Okay, stärkere Waffe. Das sieht aus wie dieses... Wie die Brains aus Duke Nukem so ein bisschen, ne? Und die explodieren auch noch. War es das widerlich. Okay, ich hätte vielleicht doch nicht die Linksmunition verwenden sollen. Heißt das jetzt, das Wasser ist sauber? Die Farbe sieht auf jeden Fall anders aus. Okay, die Dinger kommen jetzt raus. Können wir die antriggern? Okay, nein. So, hier ist F. Warte mal. Irgendetwas bedeckt das Becken. Gruselig. Weil hier ist die Farbe auf einmal so... Ja, okay. Spring einfach rein. Ist ja kein Problem. W schwimmen. Okay, alles klar. Dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Ich habe leider keine Luftanzeige. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir unter Wasser bleiben können. So, Parker ist auf jeden Fall gut am Start. Sehr gut. So, dann schauen wir uns doch mal hier um. Da hinten gibt's was. Da gibt's Munition. Okay, sehr gut. Die nehmen wir uns mit. Magnum-Muni. Okay, es gibt anscheinend auch eine Magnum hier. Das finde ich schon mal sehr gut. So, können wir irgendwie bitte... Still, können wir schon mal gerade auftauchen. Danke. So, sehr gut. Wir können also... Ach, jetzt bin ich zurückgeschwommen, ne? So breit ist das Becken nicht. Ich sehe das ja auf der Karte. So, wir können einmal hier nach oben. Machen wir das mal gerade. Vielleicht kriegen wir ja hier die Schlüsselkarte. Sprungturm ist hier. Okay. Ah, Gewehrmuni. Habe ich doch schon. Was ist das? Munitionskiste MG aufgenommen. Aha. Okay, jetzt können wir mit der MG mehr tragen. Was? Hier können wir runter. Ernsthaft? Ach so. Okay, gut. Dann können wir noch... Moment, hier rüber. Hier ist auch noch was. Oder ist das jetzt der Anfang? Ich muss mal gerade gucken, wo wir hier sind. Das scheint aber auch noch... Moment. Hey, oh, Alter, was ist denn hier los? Boah, Weihnachten. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Illegales Zubehör. Pistolenmuni. Pistolenmuni. Jawohl. Nein, wie stark ist das denn? Boah, das hat sich gelohnt. Guck mal, hier BOW-Fallen. Ja, alles meins, alles meins. Handgranate, ja. Nehme ich doch alles mit. So, jetzt fehlt nur noch die Chipkarte, die Schlüsselkarte. Wenn ich die jetzt hier noch finden würde, das wäre genial. Boah, wie geil ist das denn? Das hat sich gelohnt, Leute. Definitiv. So, aber hier ist keine Schlüsselkarte, ne? Warte, wir scannen mal. Hier ist nichts. Scheiße. Mist. Oh, warte mal. Da war gerade was. Oder habe ich mich getäuscht gerade? Irgendwas hat doch gerade hier in dem Bereich. Irgendwas war gerade. Warte. Da. Ah, okay. Ah, okay. Wir sind aber voll. Schade. Ich weiß aber nicht, ob wir automatisch jetzt eins kriegen, sobald wir, wie gesagt, wieder eins verwenden. Das weiß ich natürlich nicht. So, gerade nochmal genau gucken. Nicht, dass ich hier die Schlüsselkarte übersehe. Sieht aber tatsächlich nicht so aus. Schade. Ich habe die auch nicht irgendwie zufällig eingesammelt. Nee, schade. Wir haben nur den Schlüssel, den Eisenankerschlüssel. Ah, blöd. Weil das Fiese ist, wie gesagt, auch, dass wir dann nochmal ganz zurücklaufen müssen. Sollten wir die Schlüsselkarte bekommen. Weil ich will auf jeden Fall das haben, was in den Safes drin ist. Deswegen... Ah, ist das blöd. So ein bisschen ärgerlich, ne? Naja. Egal, wir haben auf jeden Fall jede Menge Muni. So, warte, dann kann ich, glaube ich, auch mal gerade hier nachladen. So, jetzt sieht die Sache doch schon wieder ein bisschen anders aus. Die werden jetzt wahrscheinlich lebendig, ne? Na komm, bleib hängen. Los, brav. Schön hängen bleiben. Sehr gut. So sind mir Monster am liebsten. Schön verpackt und irgendwo festklebend. So.
So, die schöne Musik wieder und dann gehen wir jetzt nach unten. Wie gesagt, solange wir die Schlüsselkarte nicht haben, brauche ich eh nicht zurückgehen. Unser Ziel wird ja zum Glück angezeigt, wo wir lang müssen. Ach, ich hätte andersrum gehen können. Egal. Tja, wo kriegen wir die Schlüsselkarte her? Können wir vielleicht hier bei den Gemälden irgendwas? Ist dahinter was versteckt oder so? Irgendwo müsste die ja sein. Wie gesagt, googeln werde ich nicht, weil ich will das Spiel ehrlich durchspielen. Und wenn ich sie nicht finde, dann finde ich sie halt nicht. Dann ist das egal. Ich denke, wir brauchen die so oder so. Ich denke mal nicht, dass es ein Bonus ist oder so. Ich glaube, dass wir die tatsächlich brauchen werden. Warte, ich muss... da vorne geht's runter, ja. Das ist sozusagen ein wichtiger Gegenstand. So, wir schauen mal gerade, was wir dafür bekommen haben. So, aufgeladener Schuss. Aha. Was auch immer das ist. Und wir haben... Ach ja, die hatten wir ja freigeschaltet beim letzten Mal. Eine ausgewogene Waffe mit durchschnittlicher Feuerkraft. Lass mal gerade schauen. Wir haben eine Feuerkraft 180 und hier die hat 130. Die schießt auch langsamer. Warum sollte ich die dann verwenden? Feuerkraft, warte mal, ich habe die mit 20% erhöht. Das heißt, die hat ohne Verbesserung 160. Eine ausgewogene Waffe mit... Ah, die hat mehr Plätze. Haha, die hat 5 Plätze zum Leveln. Unsere Pistole ist schon fast voll. Ich verstehe. Tja, jetzt ist nur die Frage. Warte mal, ich habe... Feuerstoß und aufgeladener Schuss. Was ist denn aufgeladener Schuss? Halten Sie den Feuerknopf gedrückt, um einen aufgeladenen Schuss abzufeuern. Mhm. Könnte ich in der Tat jetzt bei meiner Waffe verwenden. Wobei ich den vielleicht lieber bei der Schrotflinte verwende. Habe ich mir mal gerade so überlegt. Da müsste ich nur eins wieder wegnehmen, ne? Aufgeladener Schuss beim Scharfschützengewehr macht eigentlich keinen wirklichen Sinn. Aber Magazinschaden und sowas ist eigentlich schon auch nicht schlecht. Moment, was habe ich denn? Ich habe aufgeladener Schuss und Feuerstoß. Feuerstoß, ja. Ich könnte natürlich auch die Pistole komplett wegmachen. Aber ich glaube, ich lasse die tatsächlich erstmal in der Kiste, bis ich noch ein paar Sachen finde. Ich lasse erstmal alles so, weil das bringt nichts. Ich würde meine Waffe nur verschwächern. Verschwächern? Meine Waffe würde dadurch schwächer. Verschwächern, was ist das denn für ein Wort? Deutschkurs mit Angus. So. Wie gesagt, ich hole mir, glaube ich, erst noch ein bisschen Spezialzubehör. Apropos, habe ich nicht so illegales Zubehör eben gekriegt? Warte mal. Sehe ich das irgendwo, wo ich das aufgesammelt habe? Nee, ne? Das sehe ich in der Tat nicht. Okay, ich hätte gedacht, wir sehen das vielleicht. Na gut, macht ja nichts. So, jetzt kommen wir hier weiter. Und da sehe ich auch schon wieder einen Pfeil auf der Karte. Das heißt, da geht's weiter. Oh, da muss auch verdammt viel laden. Das scheint ein großer Bereich zu sein hier. Oh, na herrlich. Oh, was freue ich mich. Oh, Parker hat jetzt auf einmal die große Wumme dabei. Wo hat er die denn her? Wo hat er denn jetzt die Schrotflinte her? Okay. Ja, mir soll's recht sein. Da schwimmt was und da ist was. Der Strom ist ausgefallen. Aha. Da ist eine Plakette. Okay, die können wir wahrscheinlich irgendwo einsetzen. Später oder so. Spielautomaten. Da ist doch bestimmt was zum Mitnehmen, oder? Toll. Ich dachte, hier könnten wir was scannen. Fehlanzeige. Hier auch nicht. Das ist ja doof. Was ist hier? Munitionskiste, Pistole. Yeah. So, jetzt können wir mehr Munition mitnehmen. Sie öffnet sich nicht. Aber ich glaube, das müssen wir erst einsetzen bei der Pistole, ne? Bei der Kiste. Da müssen wir das verbessern. Ist hier wirklich nichts? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. So viele Automaten. Oh, was ist das? Bericht des Casino-Angestellten. Ich habe endlich entdeckt, wie man das Sicherheitssystem des VIP-Raums überbrücken kann. Der Raum ist für Bonzen reserviert, deshalb wollte ich mal nachsehen, was da drinnen vorgeht. Es ist so einfach, man muss nur das Casino-Mädchen an der Tür mit genug Münzen versorgen und schon sind alle Sicherheitsvorkehrungen ausgeschaltet. Entscheidend ist das richtige Gewicht. 107 Gramm, ein kleiner Preis
für den Eintritt zum VIP-Raum. So, aufschreiben. 107 Gramm. 107 VIP schreibe ich mal. Okay, alles klar. Die Fische hier, die sind irgendwie gruselig. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht wieso diese Fische, die taugen irgendwie nichts. Ich weiß es nicht. Oh, hier ist tatsächlich was. Aber wo? Hallo, hier ist doch was. Ich weiß es doch. Oh. Ach, da. Okay, auf der oberen Etage. Da gehen wir gleich hin. Ich gucke mich erstmal hier unten noch ein bisschen um. Oh, Mann. Ah, oh. Heilung. Aber brauchen wir im Moment nicht. Heilung brauchen wir in der Tat im Moment nicht. So. Da war ja nur die Tür, ne? Dann würde ich sagen, da geht's nicht rein. Dann gehen wir nach oben. Ach, guck mal, da ist, glaube ich, die... Ja, das wird die sein, ne? Das wird die Frau sein, die wir da... Oh, hier haben wir irgendwas. Magnum-Muni. Okay, alles klar. Was hier? Mit dem Schalter kann man den Strom im Casino wieder anstellen. Ja, dann mach doch mal. Dann sehe ich wenigstens was. Ei, schön. Nice. Schön hier. Jetzt können wir uns das Ganze nochmal im Hellen angucken. Sehe ich hier unten jetzt vielleicht Sachen, die ich vorher nicht gesehen habe? Gerade mal gucken. Sieht allerdings nicht so aus. Was ist das eigentlich? Taste drücken, ja. Oh. Shit, it's been infected. Watch out. Ah, Alter. I saw these in the video. Die halten aber nicht viel aus, oder? Parker, du hast das da unter Kontrolle, ja? Okay, gut. Ja, was? Sehen aus wie diese Seeteufel. Die kennt ihr bestimmt. Die leben in der Tiefsee. Nee, nicht Seeteufel. Anglerfische. Wer Findet Nemo gesehen hat, der kennt die bestimmt. Das sind die mit der Laterne vorne am Kopf. Die haben auch so ein hässliches Maul. So, kann ich jetzt hier... Bing? Finally quieted down a little. Wieso Bing? Was hat jetzt hier Bing gemacht? Jim, look. I see something. Ja, wo denn? Parker, wo siehst denn du was? Ja, ja. Siehst du öfter mal was, ohne dass ich das weiß? Da drücke ich nicht nochmal drauf, okay. Hä? Ach, da ist der Knopf mit gemeint. Wo, ja, ja, Jill, ich weiß. Wo sieht er denn hier was? Ja, das haben wir schon gesehen. Hä? Wo sieht denn der hier was? Warte mal. Ah, was haben wir denn hier? Ich brauche eine Münze für den Automaten. Na super. Kriegen wir jetzt irgendwo hier eine Münze her? Ich habe doch gerade so ein Pling gehört. Hinten, warte mal. Ah. Münze aufgenommen. Na super. Okay. Jetzt gehe ich recht der Annahme, dass das der einzige Automat ist. Nein, hier können wir auch verwenden. I can get more coins with this. I wish I had one of these at home. Münze eingeworfen. Okay, gucken wir mal. Ja, wir kriegen natürlich sofort den Jackpot. Einen Haufen Münzen aufgenommen. Okay. Klar, sofort den Jackpot geknackt. Wunderbar. Na dann, gut. Dann werden wir mal oben zur Frau gehen und werden die ein bisschen bestechen. Damit wir da weiterkommen. Wer mehr ist ja hier nicht, ne? So. Also, was haben wir denn hier? Ach du Scheiße. Wie viel habe ich denn? Habe ich unendlich von allen? Also 10 ist das Maximum, ja? Okay, alles klar. So. Wir müssen 107 Gramm schaffen. Jetzt muss ich mal gucken. Die wiegen 17 Gramm. Die 9 und die 7. Oh Gott, Leute, ich bin so schlecht in Mathe. Ich bin so beschissen schlecht in Mathe. Okay, 9, 18, 24, 27, 36, 45. Wahrscheinlich gibt es nämlich auch nur eine Lösung. Warte mal, was? So, 10. So, jetzt brauche ich noch 17. Das sind 7, ne? Und das hier waren... Wie waren das? Dann habe ich was vergessen. Moment, nochmal zurück. 90. Warte mal, 90? Das sind 17. 17, okay. Wir müssen eigentlich...
Wenn wir auf 100 kämen. Warte mal. Ne, ist doch 107. Wir haben es doch. Wir haben es doch schon. Leute, was. Was beschwere ich mich eigentlich? Es waren doch 107. Oh Mann, ey. Naja, hat ja geklappt.